Hey ho, meine Lieben. Getreu dem Motto, vor dem Lunzer ist nach dem Lunzer. Muss ich noch ein kleines Vorwort sprechen? In diesem Video kommt ein elektronisches, technisches Gerät vor. Ich war so fasziniert davon, dass ich da ein paar Aufnahmen mehr gemacht habe. Hat absolut gar nichts mit dem Grillen zu tun. Naja, fast nicht. Grillshow hat was damit zu tun. Aber dadurch, dass ich ja weiß, dass viele aus meiner Altersklasse zugucken und mit Sicherheit da an solchen Geräten früher auch dran waren, ja, muss ich das einfach ein bisschen mitfilmen. Gut, aber jetzt Film ab, Lunzer Seminar 8. Hey ho, meine Lieben, Samstag früh, der 7.12. Ganz kurz nach 6:30. Ja, es geht los. Winter-Lunzer-Seminar oder Lunzer-Seminar Nummer 8, der Grillshow. Ich schwinge mich jetzt nach einer Tasse Kaffee gleich ins Auto und fahre los. Fahrzeit 5,5-6 Stunden. Also dann bin ich mittags dort. Sollte ausreichen. Und ja, dann wird gelunzt. Und für euch filme ich natürlich wieder etwas mit. Ich habe meinen Mini-Pringel wieder dabei, also meine kleine Cam. Und ja, die lässt sich einfach praktischer in der Hosentasche verstauen. Und die kann ich immer wieder rausziehen und draufhalten. Display werde ich keins ans Handgelenk machen. Da habe ich einfach viel zu tun heute. Und schau mal, was der Tag bringt, was ich alles aufnehme. Ja. Leute, wir sehen uns, wenn ich in Texas bin. So Leute, Stunden später, im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben es mittlerweile gleich 1:45, bin ich endlich angekommen und ja, wir werden uns gleich einmal in das Geschehen stürzen. Einige Bekannte werden wir heute wieder sehen, aber lasst euch überraschen, das seht ihr jetzt dann gleich im Anschluss. Der erste entgegen. Ja, sein Cam schon wieder an. Ja. Na klar. Grüß dich. Und Salü. Na klar. Aber ihr wisst ja, bevor es weitergeht, erstmal Kaffee trinken. Jo, den Uwe haben wir auch hier. Grüß euch. Was machst du Feines heute? Pulled Pork. Pulled Pork. Ja, wollt ihr reinschauen? Ja, klar. Das wird ja sehr geil. Da hinten stehen schon die Nächsten. Mach die mal nicht so dünn, du bist breit genug. Der Radi, lang nicht mehr gesehen. Ja, aber wiedererkannt. Was macht deine Küche? Du wirst lachen. Gestern Abend erstmal provisorisch fertig geworden. Warum? Die Arbeitsplatte aus Keramik, der Hersteller ist insolvent. Deswegen habe ich auch vom Küchenstudio halt eine provisorische Arbeitsplatte geliehen bekommen. Leider. Erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt. Ne? Der und seine elektronische Küche. Selber schuld, selber schuld. Ja, und dann guten haben wir Tag. Hier den nächsten. Du mit deiner kleinen Kamera wieder. Natürlich, das reicht vollkommen. Gerrit ist auch da. Grüß euch mit dem Pringel. Ja, mein Mini-Pringel. Schönes Ding. Leute, ihr seht das nicht, aber das ist so klein. Gerrit? Ja. Ist da schon was drin im Grill? Ja, und zwar. Schau mal nach, bestimmt so ein Dirk Special. Ja, nur für den Dirk. Mmh. Ananas! Aber in einer speziellen Version, heute noch mit einer selbstgemachten Schokosoße, die da schon abkühlt gerade. Okay. Mal warm gemacht. So langsam sind hier auch die ersten Leute schon eingetrudelt. Ja, genau. Und was richtig geil ist, also das ist der Hammer. Hilfe. Also nicht der Veggie, sondern dieser Flipper. Da kann man auch noch andere Modelle aufspielen. Vorher schon Terminator 2 gespielt. Richtig geil, wie früher. Nur elektronisch.
aber geil. Ja, ganz gut. Wird es was bei dir? Ja, das ist zu lang. Ich glaube, der braucht ein bisschen Prügel. Ja, Mr. Spock liegt auch schon bereit. Tja, wen haben wir denn hier? Den Mann von Namrud. Ja, hallo. Hat sie auch hierher verschlagen? Ja, ein bisschen stressige Anfahrt gehabt, aber jetzt bin ich ja da. Hier gibt es die Anzünder. Hier sind die Anzünder. Jo, jetzt wird genutzt. Jetzt wird gebreit. Die Grüßung geht los. Gerrit, filmst du auch? Ja, ich muss also meine Kamera in Betrieb bringen. Aber schnell, genau. Aber schnell. Mach so, inne. Leute, jetzt geht los. Lunsa startet. Wir schalten hier drauf. Hat der Grillschanke wieder seinen Mini-Pimmel da drin? Weiß nicht, wo er damit immer reinfilmen will. Komm ran! Du hörst auch dazu. Okay, und bitte. Okay, Freunde, herzlich willkommen zum Lunzer-Seminar Nummer 8, oder nicht? Jetzt alle mal ein Schnitt. Hier. Bam. Ja, da ist er auch gewesen. Starten wir. Richtig abgehangen. Was ballerst du uns hier raus? Porkbellies. Richtig geile Porkbellies, die nachher richtig schön knusprig werden. Ne? Oh ja. Wie bitte? Achso, alles gut. Ja, macht er gut, schön mit einem Erklärerich dazu. Oder, Ralf, was sagst du dazu? Also besser als wenn man nur so stumm machen würde und nachher weiß keiner, was da passiert. Richtig, also richtig. Ja. Die Pizzatheke ist auch schon soweit aufgebaut. Die 3 Meter kriegt hier so. Aber ja, ich kann das schon gleich vernachlässigen. So, die Bürgerstation ist eröffnet. Ich brauche ein paar hilfsbereite Menschen, die hier gleich loslegen werden. Hier ist das Hack von Onkel Fuss und das wird jetzt gleich jetzt. Irgendwie sitzt die Maske nicht richtig. Ja. Was lunst du hier raus? Für dich habe ich auch ein paar Pommes. Oh, Pommes, danke. Der ist wieder so großzügig zu mir. Ein bisschen schattig, ja. Markus, Autoschlüssel. Und? Gut die Presse? Sehr gut. Geil. Da geht was. So Leute, während ich den Veggie überlistet habe und mir doch noch ein paar Pommes geklaut habe, ist da drüben schon ganz schön was vorwärts gegangen mit den Burgern. Gucken wir mal. Ja, ein Zwiebelschneider. Also hier, ich bin Hektar, ne? Ich bin traurig hier. Ja, eigentlich schon. Ne? Irgendwie guckst du in der Menge. Das stimmt. Sascha, du überwachst alles. Ja, immer die üblichen Verdächtigen. Ein Bandschneider. Genau. Ein Bandschneider. Das wäre lecker. Freunde, das sind die Bands für die Burger. Und da haben wir noch mal, schau mal, der Autofilm. Na, freilich, ja, immer noch. Und der Gerrit. Der Gerrit filmt gerade nicht. Guck mal die Kamera an. Schau mal die Kamera an. Yes, das guck mal. Mega, oder? Geht noch ein Keramikgrill. Was kommt da raus? Oh. Ah. Da garen die Porkpellies schon vor und drüben haben wir noch viel mehr. Was meinst du? Wollen wir uns die anderen auch mal anschauen? Aber gehen? Ja doch. Komm, wir gehen mal rüber. Warte. Die hast du auf dem Smoker mit drauf gepackt. Oh ja, da haben wir auch noch ein paar. Oh, ist das schwer! Oh. Guck mal, was da alles fein ist. Die sehen gut aus. Sorry, ja. Entschuldigung. Gerrit, ich hab's genau gesehen, das ist schon deine zweite Portion. Ja, weil die erste Portion hast du mir weggefuttert. Kann gar nicht sein, ich hab selber eine gehabt. Ey, darfst du mir keinen abnehmen? Nein. Sack. Junkie, du Schwein!
Ja Leute, die Grillshow hat auch aufgerüstet. Mit einem dicken, fetten Grillshow-Anhänger. Da bringt man was rein. Nicht schlecht. So Leute, die Pizzaöfen sind mittlerweile vorgewärmt. Und ja, ich werde mich jetzt hier mal am Pizzabauen probieren. Leider habe ich jetzt keinen, der filmt und auch kein Stativ. Also zeige ich euch nachher die Pizza, wenn sie fertig ist. Ja. Nee, ne? Nee. Das schauen wir mal. Was der Michi da zaubert. Also rund kann er schon mal. Da ist ein Pizzabäcker drin verloren gegangen, würde ich sagen. Ja, Pizzabäcker. Das war jetzt, glaube ich, Zufall. Ja, Tomate. Boah. Voller Konzentration. Ja. Wenn das alles schon so schön aufgebaut ist hier. Ja, das. Macht die Soße. Ja, wir haben Pizzataxi gefahren, ne? Ja, ja, ja. Oh ja. Da habe ich ja seine Handynummer her von früher. Ja, was wird er wohl als nächstes nehmen? Was ist der Michael so für ein Typ? Heute hau ich einen Käse unten rein, sonst klären sie wieder alle im Video, in der Kommentare, dass der Käse drunter gehört und nicht drüber. So, ein bisschen Schinken. Ja, Schinken, okay, so also mehr der Schinken-Typ. Scharf weiß ich auf jeden Fall, wird sie nicht werden. Mit welcher Ernsthaftigkeit, ne? Also man da. Das sind alles Paprika. Ja. Und die kommt gleich in so einen schönen Pappkarton und der wird dann nach Hause geschickt für die Frau. Da behauptet doch mal einer, man kann nichts. Weißt ja gar nicht, was du da filmst, ne? Den da. So, jetzt nehmen die Cam ich wieder. Dann schauen wir mal, wie die Pizza wird da drin. Ja, da hinten kommt sie schon hoch. Sie wird, also Cam aus, Cam wieder an, wenn sie fertig ist. Jo, bisschen gedreht und gewendet. Ja, ich würde mal sagen, die sieht gut aus. Heiß und fettig. Ja. Ja, spicy Pizza. Direkt vom Veggie. Du kriegst aber nichts von meiner Pizza. Jawohl, und jetzt schnibbeln und essen. Also ich bin ja kein Unmensch. Ich teile hier meine Pizza. Der Rani schiebt sie sich schon im Hals. Der nächste auch. Und jetzt komm ich. Ey, die hast du gut gemacht. Die schmeckt klasse. Ja. Sehr gut. Also, wenn er bei dir in der Firma nichts gibt, ne? Ruhe. Da liegen die ersten Burgerchen drauf. Eine Bratwurst. Ja, wo wurde denn die gemacht? Hier hinten auf dem Brei. So Leute, ich war jetzt total gefangen und gefesselt von dem Flipper hier. Jetzt muss ich mal wieder rausgucken. Hau rein. Und? Gut. Na also. Ja, das verpasst man alles, wenn man beim Flippern steht.
alles am Vorheizen. Ne? Bei dir geht's auch weiter? Ja, bei mir geht's jetzt auch weiter. Ich mache jetzt noch ein schönes Karo-Muster rein. Und dann sollte das eigentlich ganz gut gelingen. Sieht gut aus. Bis jetzt schon. Oh, da werden noch die letzten Burger zusammengebaut. Burger? Phänomenale Burger. Also ich hoff, du bist mir jetzt nicht böse, aber ich muss dich jetzt filmen. Von der Seite mit einem Gruß an Richard. Den kennst du nicht, aber er wird wissen, was ich meine. So Leute, ich habe mir jetzt auch noch so ein einfaches Burgerchen zusammengebaut und ab in Hals. Guter Grillschatten. Danke. Wunderbar. Hier werden die 3 Edge Schweinekoteletts vorbereitet, die wir jetzt dann gleich auf die Beefbox draufschmeißen. Jo. Auf die warte ich nämlich. Leck mich am Ärmel. Das Ding hat wirklich Dampf. Aber hallo. Also doch nichts auf die Beefbox. Die haben irgendwie den Zwischenrost verschmissen. Keine Ahnung. Naja, schauen wir mal, wo die Dinger jetzt drauf kommen. Also die wollen wir jetzt auf den Brei machen. Aber ja, keine Kohlen ordentlich, keine Glut. Müssen wir warten, bis wieder ordentlich nachgefackelt ist, dass wir wieder Kohlen haben. So, der Rost ist wieder aufgetaucht, jetzt sind wir doch an der Beefbox und ja, wir hauen nochmal die Teile durch. Da hol ich schon mal drin, ist egal. Und? Ja, das müssen wir gleich wieder drauf tun. So, ne? Irgendwas ist abgefallen, ne? Hier. Ja, das kannst du, dreh's mal um. Ja, dieses Mal habe ich die Sau drauf, wie sie umgedreht wird. Eins nach dem anderen schnibbel ich, leg's da rüber und ja, gleich sind sie weg. Sind es die Reste von meinen Koteletts? Ja, sehr, sehr lecker. Oh, okay. Dann schnappe ich mir jetzt auch noch mal ein Stück. Ja, nachdem Johnny mich verjagt hatte vorher, ja, keine Ahnung, was damit passiert ist. Aber gut sind sie. Von den Pork Belly Ends, ja, kann ich euch nur noch die leere Schale mit den Resten zeigen. Aber ich kann sagen, es war lecker, ich habe es ja auch probiert. Vom Alien Barbecue. Und jetzt schauen wir mal, was da hinten weiter abgeht. Gerrit, du alter Ananas-Man! Und du machst es ganz ohne Dirk. Ganz ohne Dirk. Aber hier sollte man jetzt nicht das Feuer auf dem Messer nehmen, ne? Aber scharf. Und Leute, wenn ihr mal Bock habt drauf, ich habe auch einen Kanal, der nennt sich Grillcoach Gerrit. Ich würde mich auch mal über ein Kommi oder ein Abo von euch freuen. Schleichwerbung. Genau. Ausblenden. Dieser Sport könnte Werbung enthalten. Gerrit, ja? Was machst du denn da Schönes? Mein El Paso Nacho Auflauf. Oh, der sieht gut aus. Ja. Also ich freue mich da jetzt dann schon drauf. Der dauert aber noch ein bisschen. Dauert aber nicht lange, weil der ist ja schon, wenn der so nach Reis oder Käse muss. Also ich wollte dir ja eigentlich helfen, aber die da drin mit dem Flipper haben mich definitiv aufgehalten. Aber ich sehe schon, du machst es perfekt. Ich mach's auch nicht zum ersten Mal. Ja. Gibt ein Video davon von mir. Ich hab's gesehen. Ja, das ist schön. Könntest du beim Grillcoach Gerrit anschauen. Mhm. Aber jetzt lassen wir mal weitermachen und wir schauen uns dann das Ergebnis an. Jetzt wird noch kräftig der Käse drauf gerubbelt. Ja. Da kann jetzt auch reichlich drauf. So, dann wollen wir mal gucken, was unsere Nacho-Lasagne macht. Mmh. Sieht schon fast fertig aus. Ich werde die jetzt mal kurz drehen und dann. Jo, so sieht sie fertig aus. Die probiere ich jetzt.
So Leute, ich habe hier jetzt so ein kleines Probiererle von dieser Nacho-Lasagne. Oder auch Macho-Lasagne. Naja, kann man sehen, wie man will. Und die probieren wir jetzt. Mhm. Gerrit, die ist ja schon kalt. Was? Mhm. Aber gut ist sie. Da müsst ihr schneller essen. Echt lecker. Tja, Leute, das Flipperchen sieht so von innen aus. 3D-Animation, die Iron Maiden gerade relativ viel hat. Ja. Aber schön gemacht. Aber wie macht ihr das? Rechner, Subwoofer, Schütze für die Realistik. Hammerhart. Einfach nur brutal geil. Ich glaube, ich habe ein neues Bauprojekt. Es gibt auch Bauanleitungen im Internet dafür. Gib mal die Lampe her. Von jenen welchen hier? Von Bambi Plattfuß. Die findet mich auch auf YouTube, so wie den Gesellen auch. Da habe ich unter anderem eine Bauanleitung, erkläre auch, wie man das installiert. Und ich würde mich freuen, wenn natürlich bei mir mal vorbeischaut. Also ich brauche auf alle Fälle deine Dings, dein Link, lass weil ich dann tue ich das unten runter verlinken. Das ja, mache ich. Ja, dir zukommen. Wenn es jetzt so hell wäre, gell? Ja, ja. Es blendet irgendwie. Ja. Hey! Lauter Irre hier, Meister Schee. Ja, absolut, in der Tat. So, Pfand. Alter, ich hab nicht aufgepasst. Das ist für ein Hund. Hat einer Hund zu Hause? Ja. Schön, ein sauberer Mittelschnitt. Ein bisschen zurückgehen, ich hoffe, das ist reicht. Dreh mal rüber. Oh ja. Sieht gut aus. Das war's. Es gibt nichts weiter zu sehen. Also, bitte weitergehen. Ich komme hier nicht durch. Ist das gut drauf? Die Sau ist fertig. Ja, und die Keule liegt noch drinnen. Die wollte mich festzustellen, aber da hat sie mich voll umgehört. Durch. Zünden, Freunde! Ich hol noch die andere Keule aus der Box. Abgefallen hier, ne? Was machst du mit der armen Sau? Hier kommt noch was. Also bist kein Gurt. Pissi. Ja. Wäre mal ein Tau, ne? Ja doch, das ist schon. Schöne Sache. Ich finde schon. Wir haben Spitzenstein gestoßen. Ja, schneid doch mal was ab. Brot nicht da. Senf, Kräuterrat, sonst was, was er braucht. Und dann nimmt euch was hier. Eine kleine Drehung, oh, genau. Ding ab hier. Ne? Also, geht schon. Also, da brauchen wir kein Fleischthermometer. Ne? Also, das ist ja schon durch. Ne? Mini-Pimmel, hast du alles drin? Ja, Junkie, du bist gemeint. Da kommt er mit dem Lümmel da an. Ich weiß nicht, was er damit immer vorhat, wo er immer reinfilmen will. Michael Bahn. Ja, ja, der Michael. Ja, schön, dass du hier bist. Ich freue mich natürlich. Ne? Und jetzt ist das auf, mein Freund. So Leute, nachdem ich ja die letzten Lunzer-Seminare, wo ich immer war, nie was von der Sau bekommen habe, habe ich mir jetzt heute gleich mal was geschnappt. Du hast Glück, ich habe nur Haut.
Aber leckere Haut. Mm. Oh, die ist echt gut. Passt doch. Ja. Oh, fein ist es, ja. Herrlich. So Leute, Sonntag. Ich bin wieder zu Hause, teilweise mit Mach 2,3 heimgedüst, heimgeflogen. Warum? Moment, ich muss es rausholen. So, jetzt. Ich habe von der Grischo, vom Johnny noch ein Riesendrum Iberico-Nacken bekommen. Und ja, das wird das nächste Video. Fazit zu dem Wochenende beim Lunzer Seminar 8. Es war geil, es war klasse und ja, gerne wieder. Leute, wir sehen uns dann im Iberico-Schweinenacken-Video. Tschaikowski.